Hallo und herzlich willkommen im Haus Jonte in Rendsburg. Mein Name ist Sarah Abdallah und ich bin die Bereichsleitung der Polyklinikpflegegruppe. Hi, ich bin Bente und ich bin die Trainee-Pflegedienstleitung vom Haus Jonte. Wir bieten den Bewohnern und Bewohnerinnen eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung und die Sicherheit haben sie immer. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin W.E. Sinn. Frau Sinn habe ich jetzt gerade endotracheal und glottisch abgesaugt, weil wenn ich sie entblock und sie dann sprechen kann, das Sekret, was sich abgesetzt hat, nicht direkt in die Lunge fließen kann. Ich bin seit September 2019 hier und ich habe es nicht bereut. Ich fühle mich hier total wohl. Ich habe diesen PC hier vor mir. Das ist ein Kommunikationsgerät. Falls ich irgendwann nicht mehr sprechen kann, da habe ich hier so Sätze eingespeichert schon. Und auch wenn ich geblockt bin und ich möchte nachgesagt werden, ich kann das ja mal kurz zeigen, wie sich das anhört. Kannst du mich bitte absaugen? Das hilft mir unwahrscheinlich. Und ich habe auch hier bei dem PC, WhatsApp, YouTube, Internet. Ich kann meinen Fernseher alleine bedienen, also an- und aus, umschalten, Radio. Ich kann meine kleinen Lampen an- und ausmachen. Ich bin ziemlich selbstständig und das freut mich. Ich sag mir, mein Lachen ist die beste Medizin und wir lachen hier echt sehr, sehr viel. Im Haus Jonte legen wir nicht nur großen Wert auf ein gutes Miteinander, sondern auch auf modern eingerichtete Räume. Ich bin ja jetzt über 40 Jahre im Beruf und hatte nie was mit Beatmung zu tun und habe gedacht, wow, das ist irgendwie ein Hexenwerk, das lerne ich nicht mehr. Und ich war schon über 50 und bin in der Firma hier angefangen, Bonitas Pflegegruppe, und hatte eine ganz tolle Einarbeitung. Wir hoffen, euch hat der Einblick in unsere Intensivpflege-WG gefallen, und wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann sendet gerne eine Bewerbung.